Drachenfalken. So, das ist jetzt schon mit in der Aufnahme mit drauf, Chrissy. Super. Also, hallo Leute, wir sind wieder da. Hi Leute. Ja, geht weiter mit World of Warcraft. Wir haben beschlossen, wir machen heute wieder ein paar Innies. Damit, wo wir mit das letzte Mal auch aufgehört haben. Und Genau. falls Wartezeiten kommen, was mal wieder überhaupt nicht der Fall ist, haben wir gedacht, wir fliegen mal eine Runde über die Scherbenwelt drüber. Damit ihr davon auch ein bisschen was seht. Also los da unten, mitkommen. Oh, achso, Entschuldigung. Ich bin gerade verwirrt. Ich dachte, das ist der rote Drachenfalke, den man als Erfolg bekommt. Nee, der blaue. Wie darf ich Einen helfen? Der war. roten gibt's, glaube ich, gar nicht. Doch? Ich bin mir da ziemlich sicher. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es der blaue ist, den man kriegt, weil ich habe ihn ja auch. Ich bin bei 150 Mounts. Also bei 161, wenn man es genau nimmt. Nee, das ist fraktionsbedingt. Als Horde Aha. kriegt man den roten. Okay, ja, dann ist es diese Sache. Das jetzt, genau, das war mit. Ah, nicht schlecht. Bin ich auch als erst drauf gekommen. Ja, dann ist es halt fraktionsbedingt. Der blaue sieht besser aus. Finde ich auch. Blau ist eh eine schönere Farbe. Wir haben hier einen immer zuvor stürmenden DD. Sehr schön. Ich sollte vielleicht meinen brennenden Ansturm ausmachen. Das wäre eine Idee. Ich habe mich schon eh schon gewundert, warum du die ganze Zeit auf die Fresse kriegst. Hey, ich auch. Wir haben drei Ich bin. Paladine in der Gruppe. Ein Tank, ein DD, ein Heiler. Gay. Ich bin es gewohnt, dass das Schild des Rächers mittlerweile 5 Ziele trifft. Aber das macht hier nur 3. Aber den Perk, den kriege ich eher erst irgendwann zufällig mit Level 92, 94, 96 oder 98. Ja, da träum mal noch schön in dem Let's Play davon. Irgendwann kommen wir so weit. Irgendwann. Jetzt weiß ich, wieso ich den Vogel als Rullham bezeichnet habe. So heißt mein Kobold, Wichtel. Ich nenne ihn immer Kobold. Kobolde sind die Viecher mit den Kerzen. Nice! Stuntdämmig da. Verbannt. Nein, nix verbannen. Verbannen hatte ich schon mehr als genug Ärger. Ich liebe die Klasse, mit denen man so viel Scheiße bauen kann. Solltest du Jäger spielen?
Oder Ja, Magier? einfach drauf lospullen. Ja, Magier spiele ich ja ab und zu. Der ist schon Level 79 oder so. Kettengürtel. Braucht aus der Gruppe wirklich niemand. Wir haben nur Stoffis und Plattenträger. Das muss schneller gehen. Hast du das mit dem Level Up? Nee, ich hab noch Ach so. ein knappes halbes Level bis dahin. Oder ein gutes halbes, besser gesagt. Oho. Da wäre fast ein Kopf kürzer geworden. Ja, der Heiler hat gut reagiert. Muss man mal so sagen. Der ist bloß aus Versehen auf Hunter fliegen gekommen. Nee, das war kein Versehen, das war Absicht. So. Mit der Allergie weiß man nicht. LOL! Jetzt ich Vollidiot! Ich habe eben noch voll mit dem Heiler gespielt, ne? Und hab auf meinem Voodoo rum. Und nichts bewegt sich und ich schon voll Panik. Was ist hier los? Na gut, wenn du den schon schnappst, kriegt der zählt ja für die ganze Gruppe. That's rot. Bei mir strahlt die Sonne so rein, dass die weiße Unterfläche von meinem Laptop so blöd spiegelt. Der größte Feind, der Spiegel und die Sonne. Chris ist ein Vampir. Na, leider sehe ich mich viel zu gut im Spiegel. Verdammt, dabei haben alle Indizien darauf hingewiesen. Wie konnte ich mich nur so irren? Diese Frage musst du dir selbst stellen. Umhang mit Bonusrüstung. Früher war doch da mal PvP-Abhärtung drauf, ne? Ja, aber das gibt's ja nicht mehr. Gibt schon noch auf einigen Items. Also ich habe schon noch gesehen. Okay. Auf Items, die Level 90 und darunter sind, gibt's das noch. Du Seppel, wegen dir musste ich mir noch mal den Schmiedehammer kaufen. Brauchst kein Schmiedehammer mehr zum Schmieden, Scheißdreck. Ja gut, das mit dem Schmiedehammer war ein kleines bisschen voreilig. Jetzt ist er gestorben. Jep, bin ich. Oh Scheiße, Seelenstein vergessen. Gib ihn lieber mir. Oder du machst den Rest jetzt noch fertig. Ja gut, rettet irgendjemanden. Ich hab mich für Zweites entschieden. Ah ja. Massenriss ist auch noch vorhanden. Ja gut, dann halt mit dem Massenriss.
Vielleicht mal Zeit, dass ich ein paar Dev-CDs kriege. Also was ein bisschen mehr als göttlicher Schutz. Sowas wie einen unermüdlichen Verteidiger oder ein Wächter, du alten Könige, wäre mal nicht schlecht. Ja, von denen habe ich, glaube ich, noch keinen, oder? Nicht, dass ich Nö. wüsste. Das ist Level 70 und 75 kriege ich die beiden. Da ist also noch ein kleines bisschen hin. Bissel, aber bloß ein kleines bisschen. Irgendwo unterwegs habe ich wieder meinen Wichtel verloren. Dass du immer alles verlierst. Irgendwann vergesse ich meinen Char. Ja, wenn du so weitermachst, schon. Stehst irgendwann in der Innen und merkst, oh Scheiße, ich habe meinen Char vergessen. Womit bin ich überhaupt hier? So, jetzt noch schnell den Buff von dem Typen da holen. Und immer wenn das Warnsignal kommt, weiß ich, ich sollte meinen irgendwas brennen, einen Ansturm ausmachen. GG, da geht er Leder. down. Braucht wieder keiner. Kurz raus Braucht und kein. reinporten. Quests Ich schaff's abgeben. wieder. Boah, als wäre ich fast wieder aus der Instanzgruppe gegangen. Wenn du mich nicht hättest. Vergisst ja wieder alle Quests hier drin. Nee, ich habe die Quest nicht vergessen, aber ich bin noch ein kleines Stückchen nach unten gerutscht und hätte fast die Instanzgruppe verlassen Knopf getroffen. Aber ich habe schon wieder Looten vergessen. Ich fass es nicht. Ich fasse es auch nicht. Wie konntest du nur? Also das Auge habe ich gelootet und Level Up habe ich auch noch bekommen. Aber ich habe die große Krabbe vergessen zu looten. Ich weiß nicht, ob du da noch hinkommst. Ich glaube aber eh, dass wir hier noch mal reinkommen. Davon gehe ich aus. Na dann, next day nie. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Nicht sehr weit. Aber bis der Heiler an und können wir ja mal ein kleines bisschen fliegen. Und dann sprang Blizzard dazwischen und schrie: Halt, stopp! Kein Schritt weiter, ihr müsst in eine Instanz gehen. Von oben sieht die Welt so viel kleiner aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Heiler will uns nicht annehmen. Gut, dann kommen wir ein bisschen weiter. Der hat uns gesehen und ist erschrocken.
So, mit dem Turm mache ich lieber mal einen kleinen Bogen, weil ich weiß nicht, ob da Luftwachen sind. Nochmal eine Echsenkessel-Inni, Tiefensumpf. Boah, die Idee ist so geil. Bringt mir ein Gebüsch. Ach, hier war die Quest. So. Ich hab mir letztens erstmal wieder überlegt, wo ich diese Quest schon mal gesehen habe, weil es ist ja ein Zitat aus Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Ja. Die Ritter vom Nie. Bringt mir ein Gebüsch. Dennis sagte am Wochenende, ich hab den Gürtel, bringt mir den Alkohol. Ah ja. Wie hängt das eine mit dem Weiß anderen zusammen? nicht wirklich. Naja, irgendwie schon. Er hat monatelang hat er darauf gehofft, endlich so den Gürtel in Diablo zu bekommen und hat den gestern gekriegt und gestern sag ich schon, am Samstag gekriegt und dann ist er voll ausgetickt und sein erstes Kommentar danach war, ich habe den Gürtel, bringe mir den Alkohol. Na gut. Jetzt weiß die ganze Welt über diesen Zusammenhang Bescheid. Na gut, was heißt die ganze Welt? Unsere drei Zuschauer, die wir haben. Zwei. Ja gut, auf ein paar Videos haben 7 Aufrufe immerhin die letzten Tage noch bekommen. Hey. Aber zweistellig ist schon lange nichts mehr da gewesen. Ja, weil die Videos immer langweiliger werden. Dann müssen wir wieder irgendwas Verrücktes machen. Los, mach was Verrücktes. Ich könnte jetzt kurz aufstehen und mir Pizza machen, die Spaß. Das zieht Was eh will ich nur gut, wenn wir Verrücktes? das mit einer Webcam machen und das geht zurzeit ja nicht. Singen darf ich ja nicht mehr, mir gingen halt die Möglichkeiten aus. Jetzt müsste wieder irgendwas random passieren, keine Ahnung. Zum Beispiel, du fällst auf den Boden. So wie es mir damals mit Timon gegangen ist. Ja, Timon heilt dich durch den Boden durch. Timon hat mich tot geheilt, er hat mich geheilt und ich bin auf den Boden gefallen. Ja. In ein endloses Loch, aus dem ich nie wieder hochgekommen bin. Sieh's mal so, du kannst ihn unter den Tisch saufen, dafür kann er dich durch den Boden heilen. Toll. Ja, der Timon. Wir müssen ihn wieder dazu bringen, dass er wieder mitspielt. Das wird nicht so einfach. Ja, er meint, er hat gerade sehr viel Stress mit Berufsschule und allem Möglichen. Oh, der Arme muss arbeiten und lernen, oi. Also ich hab mein Gebüsch. Ja, ich brauche da noch ein bisschen was. Ich hole von weiter hinten noch ein bisschen mehr. Ja, du bist der Tank, du kannst nicht einfach mal sagen, kannst halt nicht einfach so, ne? So, jetzt macht ihr den Boss mal alleine. Ich gehe in der Zwischenzeit Blümchen pflücken. Ja, Bosse ohne Tank machen geht ja, zumindest bestimmte. Ja. Aber wie ich gestern schmerzlich erfahren musste, hat es eine Fünfergruppe geschafft, mit 2 Heilern und 3 DDs Kromog im HC zu legen. Bitte. Ich meine, wir haben Probleme, den mit 10 Mann zuzukriegen. Und mit 2 Tanks. Tja, die sind halt besser als ihr, ne? Ja, die haben ein durchschnittliches Item-Level von 700. Das ist nochmal gut 13 Punkte mehr als mein Shami hat.